jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na Logo. Wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Raphael kommt Michelangelo cool. Michelangelo geht ran. Da fliegt sie doch das Licht weg. Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. Auf die Schnelle immer helle. Und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Mega starke Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. Schöner Mond. Ach, er ist wie gemacht für die Romantik. Verdammt doch mal, Irma, hör jetzt auf von Romantik zu faseln. Hier werden Nachrichten gemacht. Warum hacken Sie eigentlich immer auf Irma rum, Mr. Thompson? Jede Frau auf der Welt empfindet wie Sie. Jede Frau auf der Welt, ja? Ich wittere Einschaltquoten, Blumen, Parfum, Liebe und Ehen vor Gericht. Wir werden eine Serie von Live-Reportagen über die Romantik in unserer Stadt machen. Mann, bin ich genial! Das ist doch was für April, soviel ich weiß. Ist sie qualifiziert für Tränendrüsen-Stories, Chef? Ich bin froh, dass du das vorgeschlagen hast, Werner, denn du wirst ihr Kameramann sein. Na gut. Oh, bitte nicht, Mr. Thompson. Ich möchte lieber eine Reportage über Verbrechen, die bei Vollmond geschehen, machen. So etwas gibt doch wesentlich mehr her. Du machst eine Reportage über Romantik. Nehmen Sie sich eine Nummer und stellen Sie sich an. Gleich passiert's. Ist das nicht tierisch? Also jetzt ist ja ein Werwolf. Joi, das Nachwuchsmittel hätte Kojak bestimmt auch gern. Ja, Mann, wenn wir vier Werwölfe wären, dann hätten wir nie ein Haarproblem. Hey, was hatte ich denn da? Ich hoffe, Sie haben es nicht vergessen. Kanal 6 bringt ab heute Abend eine neue Reportagenserie Romantik unterm Vollmond. Es gibt Sender, die wissen nie, was gefragt ist. Shredder, ich brauche dich. Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Crank. Oh, Sie tragen ja Ihren Sonntagsausgehanzug. Haben Sie einen besonderen Grund? Gleich! Eine Demonstration, bitte! Ich sehe gern die Todesangst im Gesicht meines Feindes, wenn ich ihn vernichte. Was? Ich bin Lotos und ich bin ausgebildet worden als Kriegerin. Aber der Onkel ist ja eine Tante. Jan! Ja, und sie ist der Ersatz für dich. Was denn? Eine Frau? Wieso nicht Chancengleichheit? Ist doch was Ehrenwertes. Kein Mädchen kann einen Mann wie mich ersetzen. Ich fordere dich heraus, du Ninja-Huhn. Deine Herausforderung, Mann, ist akzeptiert. Das war sehr gut, Lotus. Ich würde applaudieren, wenn ich Hände hätte. Das wirst du bereuen. Der Mann hat eine Ninja-Regel vergessen, denn wer seine Beherrschung verliert, verliert auch den Kampf. Und du bist auf dem besten Weg, deinen hübschen Kopf zu verlieren. Ja! Hast du das gesehen, Schweinebacke? Sowas darf keine Schickse mit unserem Chefchen machen. Na, dann zeigen wir dem Bratun jetzt, was Sache ist. Naja, nachdem wir diesem Bratun jetzt gezeigt haben, was Sache ist, haben wir eine Menge Öl, um sie abzuschmieren. Also, Shredder, hast du nun genug Beweise? Ich werde Sie verlassen, Frank. Aber hören Sie mir gut zu. Der Tag wird kommen, wo Sie mich bitten werden, wieder zurückzukehren. So ist es. Das war wundervoll, meine kleine Lotus. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie du die Turtles fertig machst.
Es wird ein tragisches Schicksal werden, doch vergessen Sie niemals, dass wir zwei eine Abmachung haben. Ja, ja, 100 Pfund Gold. Doch für diesen Preis möchte ich auch Ihr Ende miterleben. Deswegen mache ich diese Reise auch. Wo fahren wir denn jetzt hin, Schäfchen? Wir müssen die Turtles finden, bevor Lotus das tut. Ich werde Krang zeigen, dass man einen Shredder nie unterschätzt. Oje, wo immer die Jungs vor kurzem gewesen sind, beliebt waren sie da, glaube ich, nicht. Ich möchte ein Zimmer mit Bad und eins fürs Personal. Wie ich sehe, Sir, haben sie schon ihre eigenen Federn mitgebracht. Ich will ein Zimmer mit Bad und keine Klugscheißerei. Natürlich, ja, ja, hier, die Schlüssel. Und hier ist sie, die erste von April O'Neils Reportagen, Romantik unter dem Vollmond. Es gibt nichts Besseres, um der Romantik den Boden zu bereiten, als den richtigen Duft. Deswegen sind wir hier in Olafs Parfumfabrik. Wir wollen Monsieur Olaf fragen, wie er denn seine romantischen Düfte kreiert. Oh, es ist, wie Sie sagen, allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Hinter dieser Tür dort haben wir einen Geruchsanalysator, der jeden Duft herausriechen kann. Ein bewaffneter Wächter? Und wir haben zwei weitere Wächter an der anderen Seite. Oh Mann, diese Parfummacher sind zu grob für mich aus dem Weg. Mon Dieu, der Geruchsanalysator. Oh, wie ich befürchtet habe, er wurde gestohlen. Und an seiner Stelle wurde das hier zurückgelassen. Aber das ist eine Lotusblüte. Was hat das zu bedeuten? Wir im Aqualand hoffen, dass Sie es genossen haben, diese freundlichen Wesen des Meeres kennengelernt zu haben. Und damit darf ich die große Schildkrötenvorführung für heute beenden. Verzeihen Sie bitte, Sie sind doch Dr. Gilman, der berühmte Meeresbiologe, hm? Ja, mit wem habe ich das Vergnügen? Könnte ich Sie vielleicht einen Moment alleine sprechen, Doktor? Es tut mir leid, Kind, wir schließen und ich habe im Moment wirklich keine Zeit. Darauf kann ich im Augenblick leider keine Rücksicht nehmen. Oh, aber mein Kind, was soll denn das? Hören Sie, Doktor, Sie haben den genetischen Code von Schildkröten analysiert. Und ich will diesen Code haben. Ach ja? Und was wollen Sie tun, wenn ich mich weigere, Ihnen den Code zu geben? Das hier. Hi! Ich war nur neugierig. Nehmen Sie die rote Hülle. Hier. Wer auch immer den Geruchsanalysator gestohlen hat, der hat diese Blume absichtlich hinterlassen. Und diese Frau, die Dr. Gilmans genetische Formel gestohlen hat, hat auch eine liegen gelassen. Da muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Hey, Compadre, vielleicht ist das nur eine abgefüllte Floristin oder so. Nein, irgendwas stört mich. Ich glaube, diese Tat ist von einem hochentwickelten Geist vollbracht worden. Also, zuerst nehmen wir den genetischen Code für Turtles, geben ihn in den Geruchsanalysator ein, der darauf programmiert ist, Turtles aufzuspüren. Und je größer sie sind, desto leichter findet er sie. Hm, du hast ein Händchen für das Wissenschaftliche. Wenn ich das sagen darf, wir werden noch viel Freude haben. Zum Lager der Turtles geht es da lang. Schön. Ich muss jetzt gehen, Jungs. In 15 Minuten komme ich mit meinem nächsten Romantikbericht. Bitte, gib mir mal die Blüte. Dieser Lotus erinnert mich an etwas, von dem ich vor Jahren gehört habe. Die Geschichte spielte sich in Japan ab. Dort gab es ein kleines Mädchen. Sie war 10 Jahre alt und von erstaunlicher Gewandtheit. Sie übertraf bald alle ihre Meister, die versuchten, ihr was beizubringen. Kein Mann konnte es mit diesem kleinen Mädchen an Gewandtheit aufnehmen. Wow, das muss aber ein tolles Mädchen gewesen sein, Meister Splinter muss es. Und wie hieß diese Kleine? Ihr Name war... Ihr Name ist Lotus. Los, Fußsoldaten, ergreift ihn. Aber uns noch nicht, Amigos. Bringen wir ihnen Tarnmanieren bei, damit die Blödmänner wissen, wie man sich benimmt. Hören Sie, Mr. Thompson, seit Aprils erster Romantikreportage sind unsere Einschaltquoten um 5% gestiegen. Ich wusste, es würde große Zahlen bringen. Da draußen gibt es eine Menge verträumter Frauen, glaube mir. Hey, Aprils nächste Reportage wird gerade gesendet. Egal, ich darf diese Story hier nicht verpassen. Nun geh schon endlich los. Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt um zu April O'Neil und ihrer Live-Reportage über die Romantik. Kamabanga! Was für eine Art Romantik ist denn das? Hier, okay, meine letzte Verabredungskleidung, nur dass der Bursche besser tanzen kann. Was ist denn das für eine grausige Sendung? Wie ich das sehe, haben wir die Fußsoldaten gerade niedergemacht.
Also wenn, also wo ist Meister Splinter abgeblieben? Dieses Huhn hat ihn mitgenommen. Los, kommt hinterher! Nicht so eilig, mein kleiner grüner Freund, denn zuerst einmal musst du an Lotusblüte vorbei. Junge Mann, ist die schön. Ich kämpfe nicht gegen eine Lady Lotus. Dann solltest du dich lieber ergeben, du blöder Kerl. Das tue ich wiederum nicht. Nette Kostüme haben Sie da, meine Herren. Besser als diese Hühnerklamotten, in denen Sie angekommen sind. Sei still, du Idiot. Sehen Sie mal, Chefchen, da ist dieser blöde Turtle Leonardo. Und dieses Lotus-Brathuhn. Du stellst meine Geduld auf eine harte Probe, Reptil. Nicht schlecht, Kleines. Du bist ja echt cool. Danke. Du bist selber nicht schlecht. Ja, mach schon. Seif sie ein, Panzerrecken-Turtle. Na los, mach den Blumenkopf nieder, Lotus. Ja, einer soll den anderen fertig machen. Ja, 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 ja. Wenn Sie erlauben, ich glaube, das ist ein bisschen zu aufregend für Sie. Ich möchte nicht, dass Sie einen Herzinfarkt bekommen. Mach sofort das Ding wieder! Klar, Chef. Wieso gibst du nicht einfach auf, grüner Mutant, damit wir etwas zu Atem kommen können? Warum nicht? Gut, Mädel, hören wir auf. Na schön, ich werde auch aufgeben. Ich nehme deine Kapitulation an. Sayonara fürs Erste. Der Zuschauer ist sauer, Mr. Thompson. Sie denken, wir haben den Romantikbericht wegen eines brutalen Films abgesagt. Was? Das reicht! Schalte sofort Aprils Leitung ab! Aber Chef! Gott sei Dank, Mr. Thompson. Ich bin gerettet. Noch bist du es nicht, du Wicht. Was ist mit dem romantischen Parfumreport passiert? Rede! Da wurde es richtig gefährlich, Chef. Ich habe es April überlassen. Hör zu, ich werde dir eine letzte Chance geben. Such dir sofort einen Blumenladen und mach eine Reportage über die Romantik der Rosen. Aber ich, oh. Und jetzt beeil dich, Mann. Ich will den Film in genau 6 Minuten ausstrahlen. Was ist? Habt ihr Splinter gefunden? Er hat sich total in Luft aufgelöst. Wir sind alle völlig ratlos. Das ist ja furchtbar. Hey, was hat denn Leonardo da? Lotus hat ihn mit ihrem Zauberschwert ausgetrickst. Es hat ihn böse erwischt. Also ich finde, sie ist eine widerliche Blumenverkäuferin. Ja, sie ist widerlich. Sie ist heimtückisch. Doch sie ist eine wunderschöne, irre Frau. Hey, Leonardo, unter dem rauen Panzer schlägt doch tatsächlich das große Herz eines Romantikers. Na fein, würdest du dann auch Romeo sagen, dass seine Julia gerade unseren Sensei entführt hat? Meister Splinter? Worauf warten wir hier dann noch? Wir müssen ihn retten, Leute. Genau. Wo auch immer du bist, fahre sofort ins Aqualand und mach dort deine nächste Reportage über die Romantik. Aqualand? Alles klar, Mr. Thompson. Ein Königreich für einen Blumenladen. Oh Gott, nirgendwo ist ein Blümchen zu sehen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt Vernon Fenwick live mit dem Kanal 6 Sonderreport über die Romantik der Rosen. Ach du meine Güte, er spricht von mir, aber was sehen meine getrübten Augen da? Ich befinde mich hier an Mütterchens Blumenstand in Klein-Tokio. Hier gibt es die romantischsten Rosen. Oh, tut mir leid, Sir. Keine Rosen. Nur Lotusblüten. Schöne Lady wohnt da oben, kauft Lotusblüten immer, junge Fleute. Lotusblüten, da ist also ihr Versteck. In wenigen Sekunden sehen wir uns wieder mit April O'Neills Bericht aus dem romantischen Aqualand. Das ist es. Kommt mit, wir gehen ins Aqualand. Wir werden die Turtles über das Versteck von Lotus informieren. Was ist los? Wir helfen den Turtles? Ist ihnen denn gar nichts mehr heilig, Schäfchen? Wir tun es, damit sie sich den Rest geben können. Hier ist April O'Neil von der romantischen Meeresblickpromenade im Aqualand. Endlich haben wir eine romantische Reportage. Das Aqualand ist ein vollkommener Platz, um Händchen zu halten, mit jemand den Mond anzuschauen und dem... Ach du meine Güte! Oh! Verdammt doch mal! Lotusblüte kann Meister Splinter überall hin verschleppt haben. Also wenn, also das ist die Suche nach der Stecknadel, ist es. Hey Leute, seht ihr die Idiotenlaterne? Hier im Aqualand bietet sich uns im Moment ein Bild der Verwüstung. Kein Wunder, zu Hause gerade Bebop und Rocksteady. Los, fahr zum Aqualand, Donatello. Die Turtles, ich wusste, das würde sie anziehen. Einsteigen. Verliert sich bloß nicht, Donatello. Aussteigen. Wie Sie sehen, habe ich meinen Auftrag erledigt. Das Gold, bitte.
Noch nicht! Ich will erst die Turtles sehen! Die Turtles! Wie haben sie uns gefunden? Was macht das jetzt für einen Unterschied? Bring das Nagetier her! Es ist Meister Splinter! Geht nicht weiter, Turtles! Wenn ihr noch ein bisschen weiter geht, dann mache ich diese Ratte platt! Legt sofort eure Waffen nieder! Oder dieses Rattchen ist platt! Dieser widerliche Kotzbrocken hat Splinter! Los, tut, was er sagt! Also schön, Leute, tun wir, was das Mädel sagt! Ich versuche es mal durch die Hintertür. Könnt ihr Krang so lange ablenken? Kann ein Turtle breakdancen? Sieht so aus, als würden sie gleich anfangen, sich zu prügeln, Chefchen. Ja, und egal, wer von ihnen verliert, es wird jemand sein, den ich hasse. Steig ein, April. Der Chef sagt, wenn du nicht sofort eine Sendung über Romantik machst, wird er dich rauswerfen. Was denn nach diesen wahnsinnigen Bildern? Mutanten, die einen Vergnügungspark auseinandernehmen, ist doch nicht das, was sich Burn Thompson unter Romantik vorstellt. Und wo soll ich in so kurzer Zeit einen Blumenladen auftreiben? Nun, ich weiß, wo wir einen finden, Kleines. Willkommen, Leonardo. Ich hoffe, du hast dich von unserem letzten Kampf gut erholt, Kleiner. Naja, ich habe ein kleines Nickerchen, habe ich gemacht, dank deines Trickschwertes. Ich hatte leider keine andere Wahl. Du bist äußerst geschickt. Aber als Team wären wir beide niemals zu überwinden, Leonardo. Aber du weißt doch, ich kämpfe nur für das Gute. Für dich, Leonardo, würde ich das Verbrechen aufgeben. Komm, schließ dich mir an. Das reicht für heute, fesselt sie. Was für eine Enttäuschung ist das. So viele Waffen und kein Kampf. Langsam glaube ich wirklich, dass diese Lotus ein Ersatz für dich ist, Bosschen. Sei dir da nicht so sicher, du Horny. Ich habe immer noch ein paar Trümpfe im Ärmel. Ich sehe keine. Wenn ich mit dir gehe, wirst du mir dann helfen, meinen Meister zu befreien, Lotus? Niemals. Ich bin dafür bezahlt worden, deinen Meister zu entführen. Ich bin Profi, deswegen kann ich es nicht. Und ich kann meine Freunde nicht verraten, Süße. Gut, dann wirst du mit ihnen vernichtet werden. Es tut mir wirklich leid, Leonardo, doch ich finde, mit uns Zweien würde es nie etwas werden. Du kennst nur dich. Eine Frau ist für dich nichts. Wo bin ich hier? Du bist da, wo ich dich haben will, du Mutantenschnäpferich! Mein Job ist getan, Krang, also bezahl mich. Nicht so eilig, du Verräterin! Wer wagt es, mich Verräterin zu nennen? Also, wir haben nichts gesagt. Chefchen hat das gesagt. Shredder! Du Gewesener! Was tust du hier? Sie vor ihrer eigenen Idiotie retten, Krang. Sie hat die Turtle mit Absicht hierher geführt. Du Lügner! Du hast Krang betrogen, weil du ein besonderes Gefühl für diesen Turtle hast. Und für diese Hindernis wollte ich dir auch noch 100 Pfund bezahlen. Ich habe sie niemals betrogen, Krang. Meine Gefühle haben mit unserer Abmachung überhaupt nichts zu tun. Unser Vertrag ist hiermit gelöst. Nimm das Gold. Sei es. Hey, Chefchen, dieser Mutantenschnepfer hat sich verstellt. Ergreift ihn. Also los, Leute. Hier sind noch ein paar Waffen, die wir vergessen haben, wegzulegen. Du hast vergessen, sie zu durchsuchen. Wie laienhaft. Keiner hat jemals sowas zu mir gesagt. Hier ist April O'Neil auf ihrer unaufhörlichen Suche nach Liebe und Romantik. Mama! Hallo, Mr. Thompson. Jetzt kommt der Report über Rosen, den Sie unbedingt haben wollten. Ist das nicht wundervoll, Irma? April macht endlich mal, was ich will. Ich werde ihren neuen Papierkorb kaufen. Nun, Mütterchen, wie lange verkaufen Sie schon Rosen an diesem Stand? Keine Rosen, ich verkaufe. Ich verkaufe nur Lotusblüten. Kanal 6, was kann ich für Sie tun? Aber Mädel, wer will denn heute schon Romantik? Mr. Thompson, die Zuschauer spielen schon wieder verrückt. Ich weiß, ich hasse auch Monsterfilme. Nein, Sir, Sie sind völlig vernarrt in dieser abgefahrenen Verrücktheit. Sie wollen mehr davon. Oh, das wird sie, unsere neue total verrückte Vorortserie. Wir nennen sie den April O'Neil Vollmond-Wahnsinn. Das wird ein Hammer, das verspreche ich Ihnen. Und du meinst, so sieht uns keiner? Na, ist doch klar, wenn wir nichts sehen. Hallöchen, Jungs, ihr nicht. Wollt doch nicht etwa das Tischchen klauen. Oh, oh.
schön, dich zu sehen. Du wirst doch nicht ohne mich weglaufen. Keine Sorge, ich werde Ihnen eine hübsche, giftige Karte schicken. Bitte, lass mich doch nicht hier. Ich werde alles, was du willst. Versprechen Sie, mich nie wieder zu beleidigen? Ich verspreche es, mein lieber Schredder. Und jetzt bring mich hier weg, du büchsengesichtiger Schwachkopf. Na gut. Hui. Hey, Schäfchen, warten Sie doch auf uns. Nein, ihr Produkt einer Erbsendose. Ihr wartet, bis ich unten bin. Ja. Meine gute Lotos, mit deiner großen Geschicklichkeit könntest du eine mächtige Kraft für das Gute sein. Ja, Lotos, du wärst eine gute Ergänzung für uns vier hier. Nein, das ist nicht mein Weg, Leonardo, denn das Gute bringt viel zu wenig Geld, wie du weißt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, Turtles. Sayonara! Ach, lass den Kopf nicht hängen, Amigo. Du wirst sie schon wiedersehen. Das glaube ich nicht. Ich werde sie nicht wiedersehen, Michelangelo. Hier ist deine Lieferung. Hey, wer schickt uns denn da eine Pizza? Das weiß ich nicht, aber wir sollten dem Jungen ein Trinkgeld geben. Er will keins. Hm, das ist höchst ungewöhnlich. Das finde ich ja irre. Was für ein Wahnsinnsbelag. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also das ist ein ganz einfaches Rezept. Ich würde sagen, fast lächerlich. Vielleicht backen wir sie mal zusammen, Leonardo, wenn wir beide mal auf derselben Seite stehen. Hero Turtle, jetzt die Nummer 1, denn wir sind absolut gut. Wir zeigen euch, wo es lang geht, wo wir sind, ist was los. Drüben New York City sind die Turtles riesengroß. Wir sind da, die Hero Turtles, schnallt euch an. Absolut gut. Sind absolut gut. Oh, ich werde noch verrückt hier unten. Nicht nur Sie, verehrter Crank. Seit wir das Technodrom aus der Dimension X zur Erde gebracht haben, sitzen wir hier fest. Und alle unsere Pläne, zur Erdoberfläche zurückzukehren, sind schiefgelaufen. Ja, und schuld daran sind diese widerlichen, pizzafressenden Hero-Turtles. Wir werden andauernd durch ihre Fähigkeiten in der asiatischen Kampfkunst geschlagen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde zwei von meiner Zubis in Super-Ninjas verwandeln. Du meinst doch nicht, oh. Doch, Bebop und Rocksteady werden es sein. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Um das zu schaffen, wir ein Wunder nötig. Und genau das, verehrter Crank, werde ich vollbringen. Was liegt denn an, Schäfchen? Kommt mit. Wir fahren an die Erdoberfläche zum asiatisch-amerikanischen Kulturzentrum. Ich will euch jemandem vorstellen. Bleibt hier, ihr Idiot! Das nächste Mal, wenn ich einen Planeten erobern will, dann werde ich ein Meerschweinchen als Heerführer nehmen. Ihr beherrscht die Lehre der alten Kampfschmuligen ausgezeichnet. Ja, wir eignen uns jetzt besonders gut als Salamischneidmaschine, nicht wahr, Teigquäler? So ist es, und auch als Sardellen-Frisbee-Hersteller. Okay, Alter, wirf mir den Teller zu. Mit unseren kämpferischen Fähigkeiten und unserem Pizza-Vernichtungskauwerkzeug ist es doch ganz logisch, dass Schredder im Mittelpunkt der Erde steckt. Also mich interessiert viel mehr, was es in der Glotze ist. April O'Neil aus dem asiatisch-amerikanischen Kulturzentrum, wo außer asiatischen Kunstgegenständen auch eine Urne aus der Ming-Dynastie ausgestellt wird. Es heißt, dass sie die Asche eines alten Kämpfers enthält, der vor Hunderten von Jahren gelebt haben soll. Der Name dieses Mannes war Shibano-sama. Shibano-sama? Ja. Wir müssen sofort zum Kulturzentrum, bevor Schredder dort ist. Wieso, Sensei? Das werde ich euch unterwegs erklären. Als Schredder mir die Führung der alten Kampfschule abnahm, stahl er auch gleich die heiligen Pergamente. Los, kommt! Und jetzt will er wahrscheinlich die Pergamente dazu benutzen, um die Macht zu erlangen, die kein Sterblicher jemals besitzen sollte. Was hat das mit dem Streugut in Shibano-Samas Urne zu tun? Shibano-sama war der Gründer der Kampfschule. Ob in den Vasen ein paar Zombies wohnen? Hey, Alter, sieh dir mal die Brotmessersammlung an. Ja, hier sieht's aus wie in unseren geliebten Kung-Fu-Filmen. Unsere einzige Chance ist, dass wir vor Schredder bei der Urne sind. Leider hast du wie schon so oft versagt, Yoshi. Das ist Geschirr. Da habt ihr was zum Inhalieren. Los, beeilt euch, ihr Produkte einer Erdnuss. Die Betäubung hält nicht lange vor. Das klingt gegen dich, Schweinebacke.
Uns nicht. Als Oberhaupt der Kampfschule stehe ich hier und rufe den Geist ihres Gründers, Shibano Sama. Shibano Sama, tritt hervor und zeige dich. Dein Diener wartet in Ehrfurcht. Was ist? Wieso hast du mich gerufen, du Wurm? Damit du diese beiden Unwürdigen nach der Lehre der Kämpfer unterweist und sie unbesiegbar machst. Hast du gehört, Nasi? Das ist doch tierisch. Ich hoffe, du weißt, dass nur der wahre Führer der Kampfschule so eine Bitte äußern darf. Ich bin der wahre Führer der Kampfschule, denn nur ich habe die Pergamente. Redest Schotterhändchen! Meister Splinter ist der wahre Führer. So ist es doch, Sensei. Wer bin ich? Hä? Und wer bist du? Jeder, der unberechtigt den Thron der Schule beansprucht, muss auch die Konsequenzen tragen. Ich würde sagen, wegen technischer Probleme in Meister Splinters Transistoren stecken wir alle ein wenig in Schwierigkeiten. Das Gas hat bei unserem Meister sowas wie eine Gehirnpanne ausgelöst. Während ich sie aufhalte, müsst ihr schnellstens ein Gegenmittel finden, müsst ihr. Das ist doch völliger Schwachsinn. Du bist doch derjenige, der bei uns das Wasser dampfen lässt und die Giftsüppchen kocht. Also werde ich hier bleiben und sie aufhalten. Ich meine, warum fallen mir immer solche Worte aus dem Mund? Mach's gut, mein Held! Bist du sicher, dass dieses Gebräu seine Erinnerung zurückbringt? Ja, aber wir müssen sicher eine Weile warten, müssen wir. Was ist? Können Sie sich schon an irgendwas erinnern, Meister Splinter? Es ist eine große Leere in mir, weiter nichts. Vielleicht hilft es, wenn wir seine Erinnerung anregen. Also, Sie heißen Splinter, Sensei, und Ihr wirklicher Name ist Hamato Yoshi. Sie haben vor vielen Jahren in Japan gelebt, aber nicht als Ratte. Ich meine, Sie waren ein Mensch. Damals gab es dort eine Gruppe, die als die Kämpfer bekannt war. Und Sie waren Ihr Shidoshi, Ihr Lehrer. Sie waren ein kluger, aber stiller Mann, der die Kunst der Renaissance liebte. Doch einer Ihrer Schüler plante, Ihnen Ihre Führungsrolle abzunehmen. Dieser Mann hieß Oroku Saki. Und als eines Tages der oberste Lehrer die Kampfschule besuchte, setzte Oroku Saki seinen Plan in die Tat um. Unwürdiger Hund, verbeuge dich sofort vor unserem über alles geliebten Meister. Aha, du hast also geplant, den Meister aller Meister umzubringen. Sie flohen nach Amerika, da sie in ihrem Land in Ungnade gefallen waren. Ohne einen Pfennig Geld mussten sie gezwungenermaßen in der Kanalisation leben. Ihre einzigen Freunde waren die Ratten. Doch eines Tages ließ ein kleiner Junge seine Hausschildkröten in den Gully fallen. In Japan entwickelte sich währenddessen die Kampfschule unter Oroku Sakis böser Führung in eine Armee des Verbrechens. Zu dieser Zeit lebten sie glücklich mit ihren Schildkröten und Ratten in New York. Doch dann eines Tages kam noch etwas anderes durch den Gully in die Kanalisation. Ein starkes Mutagen. Es bewirkte bei jedem, der es berührte, dass er sich in die Art von Wesen verwandelte, mit denen er am häufigsten Kontakt gehabt hatte. Wir Turtles fingen an, menschlicher zu werden, weil wir meistens mit ihnen zusammen waren. Und weil sie die meiste Zeit mit den Ratten gelebt hatten, wurden sie auch eine. Sie nannten sich Splinter, was so viel wie Spalter heißt. Sie haben uns trainiert und uns die Namen bekannter Maler der Renaissance gegeben. Ich wurde Leonardo, meinen Freund nannten sie Donatello. Und die beiden anderen Schildkröten wurden von ihnen Michelangelo und Raphael getauft. Heute sind wir eine eingeschworene Gemeinschaft. Also genauso hat sich die Geschichte abgespielt. Kommt Ihnen vielleicht irgendetwas davon bekannt vor, Sensei? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie unsicher, meine lieben Freunde. Was passierte mit Oroku Saki und wer hat das Mutagen über euch gegossen? Irgendwie greift alles ineinander. Also Leonardo hat recht. Es fing an, als wir diese Fernsehreporterin getroffen haben. Ihr Name war April O'Neil. April war für Kanal 6, eine Fernsehstation, einer Reihe von mysteriösen Diebstählen bei wissenschaftlichen Unternehmen auf der Spur, die von einem Typ begangen worden sind, der sich Shredder nennt. Und dem gefiel das gar nicht, gefiel es nicht. Jetzt ist Sendeschluss, April O'Neil, klar? Und du hast gleich einen Magenverschluss hier. Halt dich da raus, du Irokesenverschnitt! Wer du auch bist, du bist tot, Kleiner! Hey, Alter, du bist mehr als flüssig überflüssig. Das Knallwort aus dir. Schnüppel in den Sack, zack. Was willst du mit der Schnee? Hey, Leute, hier spielt die Musik. Machen wir den Sack fertig. Das sind vielleicht ein paar abgefahrene Typen. Die waren wohl gerade auf dem Maskenball. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber trotzdem vielen Dank. Ihr seid ja gar keine Menschen. Bingo. Die Kleine ist ein richtiges Schlaubergerchen. Ihr seid ja Schildkröten. Och, das ist nur äußerlich.
Das glaube ich einfach nicht. Das muss... Jetzt ist dir schlecht. Also ich weiß nicht, Leonardo, vielleicht ist das gar nicht so gut, dass wir ihm unsere Lebensgeschichte erzählen. Ich finde, das ist die einzige Möglichkeit, dass er sein Gedächtnis wiederfindet. Ja, aber was ist mit Raphael? Die Ganoven verarbeiten ihn inzwischen bestimmt zu einem Säckchen Holzkohle, verarbeiten sie. Deine Leute sind, wie ich sehe, von Natur aus schon sehr stark. Sie werden idealen Kämpfer abgeben. Aber zum Üben brauchen sie eine lebende Zielscheibe. Der kann Sprüche machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, meint dieser Klappermann Milch. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Du kannst alt werden wie eine Kuh, Sensenmann. Diesen Ochsen wirst du nie etwas beibringen. Ja, aber ich bin kein gewöhnlicher Lehrer, Kröte. Hört mich an, im Namen des Kaisers Gunigi, Sohn der Dunkelheit, verleihe ich euch die Kraft eines Sensais. Wir leben ausschließlich, um dem Meister aller Meister zu dienen. Schnauze! Ich wollte schon immer zum Zirkus. Doch eigentlich wollte ich der Messerwerfer sein. Wie ist es, Meister Splinter? Erinnern Sie sich jetzt schon wieder an irgendwas? Ich glaube, ihr müsst mir noch etwas mehr erzählen. Wer war es, der uns diesem Mutagen ausgesetzt hat? Das war dieser blöde Schredder, dieser blöde. Sehen Sie, also dieser Schrottfresser fuhr in einer riesigen Festung, einem Technodrom, unter unserer Stadt herum. Zusätzlich zu seinen Fußsoldaten hielt er sich auch noch einen Haufen Schlägertypen. Unter ihnen zwei Kerle, die Bebop und Rocksteady hießen. Hießen die. Los, setzt euch dahin. Nun macht schon. Scheiße, das will ich zu lesen haben. Das wäre cool. Hey, was läuft hier ab? Hey, Bebop, da kommt irgend so ein Teebeutel rein. Schnauze, Mann, ich muss überlegen. Hey, was soll dieser Schrott hier, Mann? Entspannt euch, entspannt euch. Vielleicht ist er mal ein Schweinezüchter oder vom Zoo. Also er hat die zwei in Mutanten verwandelt, genau wie er es mit uns gemacht hat. Hilft Ihnen das weiter, Meister? Ja, es sieht so aus, als würde es das. Ich fange an, mich schon ein wenig zu erinnern. Also, da bestand doch irgendeine Verbindung zwischen Orokusaki und Shredder. Ja, exaktemento, so ist es. Orokusaki ist Shredder oder der Schrottfresser. Aber das fanden wir erst heraus, als er sie gefangen nahm, fanden wir. Rattenbissknüppel sind dir nicht erwünscht, sie werden eliminiert. Wenn du artig bist, bekommst du gleich ein Stück Käse. Natürlich kamen wir vier ihnen sofort zur Hilfe, kamen wir. Das ist Masters guter Spazierstock. Er hat ihn noch nie aus der Hand gegeben. Er hat bestimmt ein Problem. In der Tat hat er das, in der Tat. Und wenn ihr ihn wiedersehen wollt, dann müsst ihr reinkommen. Das ist bestimmt eine Falle. Hasse es, wenn er das sagt. Da hängt unser Sensor. Sieht gar nicht gut aus. Irgendwie abgehangen. Was glaubst du, wie du aussiehst, wenn du so da hängst? Ich werde sie abschneiden, Meister. Ich heiße euch herzlich willkommen, Turtles. Es sind dieselben Typen, gegen die wir gestern schon gekämpft haben. Ihr habt den Test mit Auszeichnung bestanden, meine Freunde. Hörte ich Test? Was für ein Test? Euer kleiner, haariger Freund da kennt mich noch unter dem Namen Orokusaki. Aber ihr, meine kleinen Mutanten, dürft mich Shredder nennen. Ich finde, das hört sich an wie ein Gurkenhuhn. Es wäre klüger, nicht so frech zu sein, wenn ihr in den ehrenhaften Clan aufgenommen werden wollt. Wieso sollten wir das wollen, Shredder? Weil ich es war, der euch zu dem gemacht hat, was ihr heute seid. Also bestreitet nicht eure Bestimmung. Schließt euch mir an. Hat vielleicht der Satz, geh mal an der Mistgabel schlappern, Kleiner? Irgendeine Bedeutung für dich? Na schön, wenn ihr nicht wollt. Ich habe meine eigenen Mutanten. Bebop, Rocksteady, vernichtet die Grünlinge. Das machen wir doch mit links, Schäfchen. Hey, Nasi, ich bin doch Rechtshänder. Quatsch nicht, Schweinebacke. Jungs, machen wir den Adler. Ihr hirnlosen Idioten. Ihre Intelligenz hat die Verwandlung jedenfalls nichts genützt, Möhrenrassler. Hey, da kommen ja wieder die Blaumänner. Ja, die lassen wir jetzt in die Tüte blasen. Ja, richtig auf die Mütze. Auch die Pudelmütze. Na du, Käsehobel. Sieht ein bisschen blass aus unter seinem Helmchen. Schneid unseren Sensei ab, Leonardo. Kommen Sie, Meister Splinter, verlassen wir diesen Müllhaufen. Junge, seid ihr Schwachköpfe.
Ich hoffe nur, ich habe noch nichts Aufregendes verpasst. Ruhen Sie sich hier ein Momentchen aus, Sensei. Wisst ihr, Leute, das war irgendwie zu einfach. Ich hasse es, wenn er so negativ redet. Also der Hasse, also die beiden Hirnis kommen mit Sicherheit in der Absicht, uns fertig zu machen. Ja! Die Sieger grüßen die totgeweihten Turtles. Also sind Bebop und Rocksteady euch gefolgt, oder was? Ja, genau so war's. Und die zwei Hiwis machten richtig Dampf, machten sie. Was haben wir denn hier für ein Gemüse gefunden? Ja. Ja. Die guten ins Kräpfchen und die schlechten ins Töpfchen. Ach ja? Oh, habt ihr vielleicht Schmerzen? Dann werde ich euch wieder gesund lasern. Yeah! Dann schau mal genau zu. Wir wollen keine Ratten in unserer Stadt. Deswegen werde ich dir jetzt deinen stinkenden Hals umdrehen. Du wirst mir einen Hals umdrehen. Und du kannst Müllhaufen. Laber mich nicht an. Ich werde dafür sorgen, dass ihr den elektrischen Tod sterben werdet, ihr grünen Mutanten. Wir müssen ihm sein Spielzeug wegnehmen. Ihr feiges Bein! Na los, Leonardo, schalt die Ampel mal auf Rot! Entschuldigen Sie, Meister Splinter, aber helfen Ihnen diese Geschichten irgendwie wieder auf die Sprünge? Nun, ich bin nicht sicher, Michelangelo. Ich bin leider etwas durcheinander. Ich? Also, wenn wir ihm sein Gedächtnis zurückgeben, dann hat er immer noch nicht diesen blöden Schredder aufgehalten. Wenn Splinter beweisen kann, dass er der wahre Führer der Kampfschule ist, dann wird sich ganz sicher dieser komische Shibano-Sama gegen Schredder wenden. Also, wie kann er das tun? Kann er das? Du kennst doch das Kurli-Manöver. Also, ich finde, ich habe gehört, wie unser Meister mal darüber sprach, doch ich habe nie gesehen, wie er es angewendet hat. Es ist ein Kampfstil, den nur der wahre Führer der Kampfschule beherrschen kann, Donatello. Wenn Meister Splinter sich wieder an alles erinnert, dann könnte er diesem Shibano-Sama das Kurli-Manöver vorführen. Und damit beweisen, dass der Schredder lügt. Wisst ihr, ich frage mich schon die ganze Zeit, woher dieser Orokusaki seine Technologie hat. Jetzt scheine ich mich zu erinnern, der Mensch war nicht allein. Genau so ist es, Sensei. Und dann war da noch dieses Götterspeisengehirn. Es kam aus irgendeiner Dimension mit dem Namen X. Das Ding heißt Krang. Er war vor langer Zeit ein Kriegsverbrecher auf der Erde. Dann hat man ihm seinen Körper genommen und sein Hirn verbannt. Und jetzt benutzt er Shredder dazu, dass er ihm einen neuen Körper baut. Ausgezeichnet! Das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt schließt du diese molekulare Speichereinheit an. Und warum? Das geht dich gar nicht. Spinnanikon, verschwende nicht meine kostbare Zeit. Deine zwei Idioten sind geschlagen und die Turtles sind sicher schon unterwegs. Also schließ jetzt diesen Chip an. Na schön, Craig, ich werde es tun. Es ist möglich, dass Sie sich etwas desorientiert fühlen, wenn Sie in Ihrem neuen Körper erwachen. Es funktioniert! Franks neuer Körper hatte einen Kreislauf, der ihm eine riesenhafte Größe verpasst hatte. Also Leute, ich finde das irgendwie Banane. Nichts kann den übermächtigen Krang aufhalten. Wenn er schlau ist, macht dieser Blech meine Abrüstung auf. Natürlich waren wir alle sofort der Meinung, dass es ein super Einfall von Donatello war, der ganzen Sache abrupten Einhalt zu gebieten. Hey Mann, das ist doch gerade gewartet. Wir gehen vielleicht in die Boxweltmeisterschaft. Wo ist King Kong, wenn man ihn wirklich mal braucht? Junge, muss der Sodbrennen haben. Da wirft uns einer eine Leiter zu. Bewegung, Leute! Ich hasse Strickleitern. Rapunzels Haar wäre schöner. Willkommen an Bord des Turtle Zeppelin. Und du meinst, dieser Ballon ist gut für einen Angriff? Das werden wir gleich sehen, wenn wir. Die Banane, das Ding ist wirklich gut. Wir müssen ihn schon. Ja, wie der Typ seine Kinder. Turtle Power! Ich bin Krang, der Allermächtigste. Und ich bin noch niemals besiegt worden.
Dann wird das jetzt das erste Mal sein, Blechdosen Frankenstein. Also ich finde, also los, Freunde, lassen wir den Wackelpudding fertig machen. Man nennt ihn auch die Handschleuder. Das ist ein Funktelefon. Schreiter, komm schnell hierher. Oh, oh, ich weiß nicht, die Idee, ihn zu verkleinern, war vielleicht gar nicht so besonders, Freunde. Vielleicht verwandeln sie uns jetzt wieder in ganz ordinäre Schildkröten, verwandeln sie. Ein Turtle gibt niemals auf, Freunde, egal mit was diese verdammten Hirnis auch kommen. Wir kommen mit einem Kochtopf und ihr werdet darin als Schildkrötensuppe enden. Naja, wenn's denn sein muss. Oh nein! Meister Splinter! Komm auf meinen Rücken, Schredder! Hui! Weg ist er! Aber natürlich, genau, jetzt erinnere ich mich wieder an alles. Wo ist Raphael jetzt? Na Gott sei Dank, Sensei. Raphael ist noch im Kulturzentrum. Dann dürfen wir jetzt keine Zeit verlieren. Exzellent! Ihr habt alle Kampfstrategien, die die Heilige Ninja-Schule kennt, jetzt erlernt. Alle außer... Oder kennt einer dieser Schwindler vielleicht das Kurlima-Manöver? Ah ja? Nur der wahre Führer des Clans beherrscht das Kurlima-Manöver. Kannst du es denn? Na, geht's dir gut? Das Kurlima-Manöver. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich werde euch vernichten, ihr Schwindler. Hebt euch den Weg! Warte, wir müssen Schäfchen retten. Ja, die brauchen wir noch. Junge ist der aber stark. Die könnte man jetzt als Surfbrett benutzen. Schnauze! Sie entkommen schon wieder. Das ist unser ständiges Problem. Sie sind weg. Das sind sie im Anschluss der Folge, sind sie. Und ich nehme an, sie müssen jetzt auch zurück. An den Platz der Ewigkeit, Shibano-sama. Ja, so ist es. Du bist immer ein weiser Lehrer gewesen, Amato Yoshi. Und zu deinen Schülern sage ich Folgendes. Folgt immer dem edlen Pfad der Kämpfer. Seid eurem Meister niemals untreu. Seid tugendhaft und ehrlich. Helft denen, die unterdrückt werden. Ach ja, noch was. Hebt mir das letzte Stück Pizza auf. Hey, Roger, du, ab jetzt die Nummer 1. Denn wir sind absolut gut. Wir zeigen euch, wo es lang geht. Wo wir sind, ist was los. Du